Willkommen zurück bei The Long Dark. Wir sind dabei, uns auf den Rückweg zu machen. Wir haben einiges dabei. Wie man sieht, wir haben die ein Messer gemacht, die beiden Äxte haben wir gemacht und natürlich auch, wo sind sie? Die Pfeilspitzen. So, das bedeutet, wir gehen jetzt erstmal zurück. Achso, man sollte natürlich auch ein bisschen lichter machen, das wäre vielleicht nicht ganz so verkehrt. Was will ich denn da? Dann bringen wir die ganzen Sachen nämlich weg. Und dann müssen wir später nochmal zurückgehen. Denn ich würde ganz gerne noch in diese Höhle reingehen und mich da mal ein bisschen umsehen, was wir da noch finden können. Denn da sollte bestimmt auch noch was zu finden sein. Aber erstmal müssen wir die Sachen zurückbringen. Hier liegt schon wieder Kohle rum. Aber die brauchen wir im Moment nicht. So, die Äxte, die wir uns gemacht haben, diese zwei Stück, die sind dafür da, wenn wir mal irgendwie Holz holen oder sowas. Damit wir nicht unbedingt die guten benutzen müssen. Ich habe mir gedacht, da baust du mal davon so zwei Stück. Die kann man ja mal dafür benutzen, also verwenden. Unser Messer habe ich mir auch mal gemacht, aber die Sachen sind natürlich halt schwerer. Das wusste ich ja nicht, aber das haben wir ja jetzt festgestellt, dass sie vom Gewicht her schwerer sind. Bin ich jetzt hier überhaupt richtig? Ich habe irgendwie einen Drehwurm. Sind wir hier richtig? Ja, ich glaube doch, ich glaube doch. Da hinten ist doch schon der Ausgang. Das heißt, wir machen das Licht aus. Ob das so eine gute Idee war? Man weiß es nicht. Nein, ich kann doch nicht aufstehen. Na? Hallo? Bin ich immer noch nicht drunter herweg? Ah, jetzt haben wir es geschafft. Wir sind durch. So, die waren leer. Haben wir hier noch irgendwas, was ich mitnehmen könnte? Einfache Stiefel. Nein. Wie viel Tageslicht? 9 Stunden. Das sollte eigentlich reichen, um zurückzukommen. Falls uns nicht einer von den Wölfen angreift. Wir hatten ja hier leider 2 Angriffe. Die müssen also eigentlich irgendwo rumliegen. Aber suchen werde ich sie nicht. Weil wir können es eh nicht mitnehmen. Aber hier müsste noch ein Reh sein. Und da bin ich mir jetzt wirklich sicher. Das lag doch hier irgendwo am Eingang gleich. Von so einer Höhle. Achso, das war der Türgriff. Also noch sehe ich keinen Wolf. Also hier lag doch letztens noch irgendwo ein Hirsch. Oder bin ich total verwirrt? Was? Ach, da ist ein Karnickel? Das verstehe ich nicht. Einer klaut die ganzen Hirsche. So, da ist der Karnickel. Ich glaube ja nicht, dass da noch was drin ist. Es dürfte bestimmt komplett geplündert sein. Ah, da ist nur noch ein bisschen Fleisch drin, das können sie auch behalten.
Da ist eine Leiche. Die Feder nehme ich natürlich mit. Da ist ein Brecheisen. Da könnten wir auch einmal ganz kurz zum Auto gehen. Oder habe ich ein Brecheisen dabei? Ich habe sogar eins dabei. Wie sieht das denn aus? Besser. Dann schmeißen wir das weg. Der ist sowieso leer. Der Rucksack auch. Okay, dann gehen wir nochmal zu dem Auto. Oh, da liegt da der Wolf. Sehr gut. Dann ziehe ich dem gleich noch das Fell ab. Ach, der Kofferraum war leer. Dann habe ich das doch schon komplett geplündert. Okay. Trotzdem nehme ich das Fell mit. Mit unserem selbstgemachten Messer. Da müsste man eigentlich mal gucken, ob es da Unterschiede gibt. Warte mal, wenn wir jetzt 1 Kilo Fleisch nehmen würden, wären 20 Minuten. Dauert länger. 10 Minuten länger. Jetzt wissen wir also, dass die Werkzeuge nicht so gut sind. Das ist natürlich auch nicht gerade schön, dass die Geschichte dann halt länger dauert. So, da liegt auch noch was. Dann gucken wir mal, was da noch drin ist. Ich hoffe, da ist wenigstens das Fell noch drauf. Gut, dann ziehen wir das ab. Da kommen wir eh nicht rauf. Das ist zu steil. Oh, wir sind ziemlich beladen. Und ach nee, ist der Gegenwind. 44, das sollte eigentlich noch klappen. Also einen Wolf haben wir gefunden. Jetzt müsste noch irgendwo einer sein. Aber suchen werde ich den nicht. Wenn wir den zufälligerweise finden sollen, dann okay. Aber so. Ist das egal. Stunden Tageslicht. Das sollten wir eigentlich schaffen bis nach Hause. So, ich müsste was trinken und was essen. Habe ich denn noch was zu trinken auf jeden Fall? Diese Einmalpackung, die würde ich mir lieber verwahren. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen leichter. Bringen wir die Klamotten eben weg. Vielleicht können wir noch das ein oder andere herstellen, müssen wir mal gucken. Wir machen auf jeden Fall Pfeile. Dann nehmen wir was zu essen mit und gehen wieder zurück. Denn ich würde ja ganz gerne in die Höhle reingehen. Gucken, was wir da so Schönes finden. Stunden. Gut, gut. Ich glaube, wir nehmen die Abkürzung hier über den See. Könnt natürlich Pech haben und
da einen von den Wölfen über den Weg laufen. Das wäre natürlich schlecht, aber... Den können wir ja verscheuchen. Noch sehe ich und höre keinen. Aber ich werde aber vorsichtig mal eine von diesen gebrauchten Fackeln schon mal nehmen. Noch ist alles ruhig. Das ist natürlich eine gefährliche Ecke, ja. Wir hätten ja auch die Straße nehmen können, das wäre sicherer gewesen. Aber wir lieben das Risiko. Und ich würde ganz gerne noch mal gucken, ob da eine Feder liegt. Oder zwei. Okay, das war's. Und da hinten lag ja auch noch ein Kadaver. Meine ich zumindest. Da gucken wir auch nochmal nach. Das müsste eine Fackel sein. Ja, ist auch. Die haben wir da letztens hingeschmissen, wo der Wolf hinter uns herkam. Ausgebrannt. Es läuft einer. Ich höre ihn. Ich höre ihn laufen. Aber er scheint uns noch nicht gesehen zu haben. Weil ich weiß, da vorne müsste auch noch was liegen. Ich bin jetzt natürlich mutig, hier hinzugehen. Und ich meine, hier müsste irgendwo was liegen. Da hätten wir auch wirklich die Straße lang gehen können. Das ist ein Ast? Nein, nicht anzünden. Hallo? Hm. Echt? Willst du das echt wissen? Also ich will nicht unbedingt. Der kommt mir echt hinterher. Der spinnt wohl. Na gut. Jetzt komm schon. So, wie viel haben wir denn noch? Ach, die ist eh fast aus. Ja, was machen wir jetzt damit? Gewichttechnisch 44. Da sind wir weit über 50 Kilo, ne? Ich würde aber trotzdem ganz gerne... Ich bin jetzt gerade unschlüssig. Ah komm, ich mach's. Ja super. Das war natürlich jetzt genial mit dem Wetter. Tja, zu essen, es ist natürlich jetzt schlecht. Ich könnte natürlich die Einmalpackung verdrücken. Komm, das machen wir auch.
So, das Wetter, das geht jetzt richtig auf die Klamotten. Das war natürlich ein Fehler, den Wolf zu zerlegen. Aber so ist das nun mal. Minus 20 Grad. Naja, noch sind wir ja im grünen Bereich. Noch haben wir keine Frostbeulen. Ich sollte am besten die Straße langlaufen, sonst gehen wir mal so schräg hier rüber. Oh, du siehst aber auch nichts, gar nichts. Ach, hätten wir den mal liegen lassen. Naja, machen können wir jetzt nichts mehr. Jetzt müssen wir halt bei dem Wetter zurückschleichen. Es wundert mich nur, dass ich die Straße immer noch nicht gesehen habe. Die müsste doch hier irgendwo sein. Ich sehe noch niemals mehr den Boden. Und wir laufen noch auf Eis. Das sehe ich jetzt wohl. Ach da, da ist schon mal. Das könnte die Straße sein. Ja, das ist sie auch. Oh Mann, da müssen wir ja die ganzen Klamotten reparieren. Ich traue mich gar nicht nachzugucken, wie weit die kaputt sind. Naja, hier läuft sich halt ein bisschen leichter. Von dem Gegenwind jetzt mal abgesehen. Aber das, die Farben, ne, die man so sieht jetzt. Herrlich. Das macht die Strapazen fast wieder wett. Also dieses Lichtspiel in dem Sturm sieht schon stark aus. Nur die Frage, ob ich schon, wo ich jetzt bin gerade. Ich glaube, ich bin schon fast zurück, ne? Weil da müssen links jetzt gleich die Hütten kommen und rechts müsste dann die Tankstelle sein. Ich halte mich mal so ein bisschen rechts. Ja, da ist schon die erste abgebrannte Hütte. Und wir sind gleich da. Ja, Küstenort. Wunderbar. Da ist das Auto. Jetzt kriege ich auch schon so langsam Frostbeulen. Es geht jetzt ganz rapide. Minus 23, minus 24 Grad. Und das hört sich an, als ob hier was abbricht. Los! Wir sind da. Wir haben es geschafft. Wir sind zurück. Ich bin richtig schnell unterwegs. Ich merk's. Boah, Leute, wir haben es geschafft. Jetzt werde ich erstmal so ein paar Sachen hier reinschmeißen. Ach ne, die müssen ja noch trocknen. Getrocknet. Grün da, siehst du, der muss rüber. Er ist auch noch grün, die müssen am Boden. Dann machen wir das gleich. Oh. Da.
Das war voller Fleisch. Das tue ich dann erstmal da rein. So, jetzt sind wir schon mal wieder ein bisschen leichter. Wunderbar. Ja, genau. Fangen wir mal ganz vorsichtig an. Also. Das behalten wir. Dann die Äxte. Das Messer legen wir auch ab. Hä? Ah, da. So. Das Gewehr. Das ist noch in Ordnung. Ein Jagdgewehr. Passt das hier rein? Wunderbar. So, da muss ich noch... Fackeln ist noch in Ordnung. Ach ja, wir haben noch Munition. Planloses durch die Gegend rennen hier. Kaputter Pfeil. Den können wir eigentlich eben zerlegen. Wir sehen hier nichts mehr. Da werden wir uns jetzt erstmal. Haben wir hier was zu essen drin? Ne, ist leer. Gut. Gucken wir mal hier nach. 54. Das ist besser. Das ist auch besser. Und hier war doch auch noch irgendwo was drin. Da. Okay. Dann nehmen wir das 54er. Wie viel habe ich denn? Eins können wir nehmen. Wir nehmen das 54er mal komplett raus. So, erstmal mal was, dann werden wir erstmal schlafen. Damit es wieder heller wird. Wir sind eh erschöpft, also passt das schon. Moment. Diesmal vergesse ich es nicht. Dann nehme ich das lieber gleich nochmal auf. Schlafen mal 11 Stunden. Es ist immer noch dunkel. Würde ich sagen, schlafen wir noch eine Stunde, dann sollte das passen. Wo ist mein Bett? Da ist mein Bett. Steh auf. Okay. Alles klar. Quatsch, nicht in die Schublade, sollst du ablegen. Wunderbar, hier war Luckbowling-Tee. Ich glaube, ich hatte irgendwo noch ein Hagebutten.
glaube, das war hier, war, glaube ich, ja gebunden. Ja, ist richtig. So, es müsste einiges getrocknet sein. Der ist getrocknet. Der noch nicht. Wolfspelz. Oh, guck mal, das Bärenfell ist auch getrocknet. Super. Dann können wir unseren Bärenfell-Schlafsack machen. Ist alles getrocknet. Können wir alles mitnehmen. Müssen wir uns mal unsere Klamotten angucken, wie das aussieht. Ich glaube, wir haben alles. So, Zustand, Klamotten. Handschuhe müssen wir reparieren. Da werden wir erstmal das nächste Set ablegen. Wir haben ja noch ein gebrauchtes. Das können wir auch ablegen. Die können wir auch ablegen. Den legen wir auch ab. Legen wir auch ab. So, den Wettstein. Den legen wir auch ab. Er kommt hier hin. So. Schlafsack, den packe ich mal hier auf die Theke. Werkzeugkasten. Nähset. Und eine Säge, die ich überhabe im Moment noch. Die packe ich mal hier ins Regal. So, vom Boden haben wir alles aufgehoben. Genau. Da können wir auch noch ein paar von ablegen. Perfekt. Was habe ich denn sonst noch? Ach, guck mal einer, schau. Wir haben noch einen Dosenöffner über. Können wir ruhig den kaputten nehmen. Weil wir haben so viele, da brauchen wir erstmal keinen reparieren. Die können wir erstmal verbrauchen, würde ich sagen. Ein Brecheisen haben wir noch über, das können wir auch ablegen. Die Säge auch. Lampenöl. Weil dann nehmen wir das aus dem Kanister. Können wir lieber, wenn wir mal eine größere Tufe haben, die kleinen Fläschchen hier mitnehmen. Aber normalerweise kommt man ja immer mit dem aus, was man gerade in der Lampe hat. Apropos Lampe, ne? Füllen wir sie mal eben auf. Das war super schlau. Sollte eigentlich nur den ablegen. So, Brecheisen. Und die Säge. Die Pfeilspitzen brauchen wir. Jetzt werden wir erstmal das Nähset nehmen. Das war nicht das Nähset. Das war der Wettstein, aber da können wir auch einmal kurz das Beil machen. Schärfen. So. Reparieren. Und zwar die Handschuhe. Habe ich ja gerade genug Sachen im Inventar. Da können wir das eben machen. So. Repariert. Das kann auch bleiben, das kann auch noch bleiben. Schuhe, die können wir ablegen. Die Mütze müssen wir reparieren. Ja, das war's dann auch. Thermostiefel, die sind wirklich sehr, sehr wichtig. Da können wir nämlich, das sind die einfachen Stiefel. Können wir die nämlich zerlegen. Passt dann hier noch was in die Schublade rein? Ja.
Aber die einfachen brauchen wir nicht. Da reichen die Thermostiefel. Und da können wir die lieber dann immer reparieren. So. Und fort damit. Wie sieht mein hungrig durstig? Okay. Dann ändern wir das schnell. Okay, jetzt nehmen wir erstmal nochmal 3 Liter Wasser auf. Ist ja mittlerweile auch getrocknet. Wunderbar. So, hier kommt Wolfspelz hin. 8 Stück. Der ist frisch, okay. So, Helach Reh. Frische Rehhaut, getrocknet. So, da kam damit, ist frisch. Das auch. 26 Mal getrocknet. Kaninchen. 4 Mal getrocknet. So. Dann legen wir jetzt die frischen Sachen hier ab. Den Darm ist das eigentlich egal. Alle bei 11%. Ist auch nochmal 11%. Warte mal, der war doch auch 11%. Boah, die Enden sind halt ein bisschen mehr schon getrocknet. So. Der kommt dann auch daneben. So, dann haben wir noch Wolf. 2 Mal. Der ist auch schon ein bisschen weiter, der hier. Der kommt dann hier hin. Dann haben wir noch die Stöcke. Der ist ganz frisch und die sind auch schon ein bisschen getrocknet. Die hauen wir hier hin. Und noch ein Kaninchen. Das passt dann hier hin. So, dann haben wir noch... Moment, wo war das jetzt? Hier. Ne, Quatsch hier. So, da können wir genau 3, 6, 9, 12, 15. Das heißt, wir können genau 5 Verbände machen. Einen haben wir. Das heißt, wir brauchen noch 4. Das bedeutet 2 mal Stoff. Das zerlegen wir eben. So, dann machen wir eben die beiden Verbände. Quatsch, die beiden. Die 5, besser gesagt. Dann stehen ja noch Pfeile auf dem Plan. Genauso wie der Bärenfellschlafsack. So, die kommen rüber. Ach Quatsch. Na, gehst du wohl da rein? Diesmal behalte ich aber 4 Stück davon. Weil letztes Mal, das war dann doch schon ziemlich gefährlich. Ziemlich knapp, finde ich. Dass wir die sofort alle beide verbraucht hatten. Sollte eigentlich erstmal wieder alles so sein. Vom Gewicht her ist in Ordnung. Das brauchen wir sowieso. Wir brauchen noch Darm und Stoff. Aber
Das machen wir in der nächsten Folge. Ich werde es einmal abspeichern. Bombenwetter. Den werden wir immer schon wieder überzogen, weil so lange will ich ja nie machen, aber es ist meistens so, man schafft es nicht. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.